Ja, Leute, da sind wir wieder zurück auf dem Sender, der euch Let's Plays bietet, wie ihr sie vorher noch nie gesehen habt. Nee. Denn immer diese, alles, wo alles läuft, das ist doch langweilig. Man muss auch mal ein bisschen die Sachen abspeisen und genau das machen wir gerade. Wir sind hier on the edge auf our Rechner. Ja, unser RAM wird bis zum letzten... Können wir das kurz zeigen? Hier, sehen wir mal. Ich schäme mich. Ey, wir stellen gerade alles um. Und, oh Mann, ich habe mich gerade so gefreut. Ich wollte gerade extra anmoderieren, dass es jetzt mega geil abgeht. Aber naja, okay, anscheinend nicht. Tja. Komm, jetzt einmal noch versuchen wir es noch. Ich würde sagen, du erzählst uns einfach mal eine Geschichte, einen Schwank aus deinem Leben. Und wir starten den Rechner neu. Ja, echt? Oh, ja, okay, krass. Jetzt starten wir den Rechner. Na gut, ja, okay. Dann müssen wir wieder das Passwort eingeben. Nee, müssen wir das Passwort eingeben, was ich nicht weiß. Also geht's nicht. Oh wie, ey, das Passwort. Das ist ja nicht mein Rechner. Da kannst du errate doch einfach. Du wirst es erraten. Das, doch. Wollen wir von Dennis Richterskis ja, Rechner? Das ist ja wohl der Nervenkitzel. Ja. Lass, start jetzt den Rechner neu. Wir werden den Rechner hacken. Das ist jetzt die große Hacking-Show. Du willst, ich soll neu starten. Pass auf, wir machen es so. Ich gucke hier in den Chat und der Chat sagt so ein paar Vorschläge, was das Passwort sein könnte. Und wir probieren das dann. Okay. Also Chat. Man bedenke, es ist Dennis Richtarskis Rechner. Was könnte das Passwort sein? Dennis Richtarskis Rechner ist das? Naja, kein Wunder, dass es das nicht geht. Ey, da sind ja alles, die ganze Festplatte voll mit Pornos. So, Passwort Puploch. Pizza, Tim der Hackerboy. Achso, nee, okay. 1, 2, 3, 4, 5 ist auch eine gute Sache. RBTV 2016, ja, das ist auch nicht schlecht. Pizza. Ja, Pizza würde ich, Pizza 1, 2, 3, RBTV Pizza. Pizza könnten wir versuchen. Passwort Swordfish ist auch nice. Puploch, Pizza fahren. Pizza fahren? Also ich bin am ehesten bei Puploch und Pizza. Ja, also Pizza können wir auf jeden Fall mal probieren. So, schauen wir mal. Versuch mal Pizza. Pizza. Oh, fuck. Okay. Oh, guck mal, ich habe schon wieder einen kleinen Kopf. Loch. Auch nicht? Geht auch nicht. Hm. Nee, versuch mal. Oh, guck mal, da ist ein Kennwort-Hinweis. Ja. World of Tanks. Auch nicht. Hm. Okay, da kommt jemand, der das Passwort weiß. Nee, auch nicht. Tja, Kennwort-Hinweis, wir können ja mal sagen, hier, es gibt einen Hinweis für die Leute da draußen. Jan Tenner. Jan Tenner ist der Kennwort-Hinweis. Was könnte es sein? Jan Tenner, ich kenne mich ja nicht aus mit Jan Tenner. Ich rufe mal Dennis an, ey. Führt nichts dran vorbei. Es gibt ja auch in diesem Haus hier irgendwo eine Aufnahmeleitung, die könnte man ja vielleicht auch mal fragen. Ja, aber wo ist die? Keine Ahnung. Futura. Ist auf dem Weg. Vorbett, Zweistein. Zweistein, versuch mal Zweistein. Ja, Zweistein. Ja, versuch mal Zweistein. Ist auch geil, dass. Na, das war doch nicht Zweistein. Das hat doch viel mehr Buchstaben, das Wort. Zweistein. Oh! Alter! What? Ja! Alter! Geil, Mann! Alter, wie nice seid ihr bitte? Oh, geil! Richtig gut. Zweistein, okay. Das ist jetzt ab jetzt sofort nicht mehr Dennis Passwort. Aber ich hoffe, das ist nicht das Passwort für alles, für ihn. Das Passwort, ja natürlich, das ist für alles das Passwort. Für sein Bank, ja. Für seinen Bank, geil, jetzt haben wir es gerade. Für sein Bank-Account, für alles. Ach komm, ja, das können wir jetzt nicht offen aussprechen hier. Ja, dann muss Dennis jetzt wohl sein Passwort ändern. Ruf doch Dennis mal an und sag ihm mal, er soll mal sein Passwort ändern. Wenn wir jetzt gerade, oh geil, guck mal, der Krug, oh. Ah, mh. Guck mal, gib mir eine Orange. Nächstes Passwort, was wir rausfinden müssen. Nee, das weiß ich eigentlich. Ach so. Ah ja, geil. Wir haben es geschafft, ey. Ich sage immer wieder, zusammen können wir alles schaffen. Mhm. Ey, ohne Witz, der Chat weiß alles, ne? Der weiß sogar die Passwörter von unseren Rechnern. Ey, Leute, ich habe gerade keinen Bock zu gucken, wie ist mein Kontostand gerade. So, wir starten das Spiel jetzt nochmal neu und stellen, eben hatten wir schon auf High gestellt in der Hoffnung, dass es dann nicht abschmiert. Wir haben es jetzt noch, dann stelle ich es jetzt nochmal auf Medium oder so. Vielleicht schaffen wir das irgendwie. In der Hoffnung, dass es daran überhaupt liegt. Ich rufe jetzt mal Dennis an. Na, mach das mal. Sag ihm mal, dass wir sein Passwort gehackt haben.
So. Ja, Dennis, wir sind gerade hier on air und wir haben gerade zusammen mit dem Chat dein Passwort gehackt für deinen Rechner. Oh, nice. Also, wenn du, ich wollte nur sagen, falls du das Passwort noch für diverse andere sensible Daten verwendest, dann solltest du es vielleicht ändern. Im Ernst jetzt? Ja. Alles klar. Okay. Alter Scheiße. Ich glaub, Dennis, das war nicht gespielt, Mann. Ich glaube, Dennis ist ein bisschen pissig. Der hakt uns jetzt den Kopf ab, ey. Ach, Mann. So. Hey, was sollen wir machen? Ja, der Chat ist einfach zu schlau, ne? Ne, der Chat ist zu schlau, ja. Ja, man kann leider auch das Intro nicht wegdrücken. Da lädt er noch ein bisschen im Hintergrund. Aber gleich geht's bestimmt gleich weiter. Und wie gesagt, verflucht das Spiel nicht. Wenn überhaupt, dann uns. Das ist eine Beta. Beta. Und das wird bestimmt alles noch werden. So, können wir es jetzt wegdrücken? Ja. Ja, aber die nächste Intro-Dings auch wieder nicht. Der Chat könnte uns auch direkt mal verraten, wie eigentlich das Spiel richtig funktioniert. Das wäre ja auch mal was Geiles. Okay, jetzt auf Medium. Medium. Oder? Unser Dude hier ist ja auch Medium. Ich mach jetzt mal passt eigentlich ganz gut. Ich bin vorhin schon weitergekommen als die Sequenzen. Ich hoffe, dass wir da dann wieder hinkommen. Nur kurz dahinter sind. Was meinst du? Ich habe es mal Continue gemacht, das heißt, wir starten nicht mit dem Intro. Boah, das wäre geil. Sondern so 50 Meter weiter bin ich vorhin getrabt, genau. So, jetzt sind wir nämlich hier schon in der Landschaft. Ah, es ist schade, die sieht eigentlich viel besser aus als das, was wir was ist denn das da oben? Ist das unser Hut? Hast du das gerade gesehen? Am oberen. Am Hut? Was für ein Hut? Am oberen Bildschirmrand war gerade irgendwie so ein. Hier ploppt noch ein bisschen die Grafik auf, die baut sich noch ein bisschen auf. Ey, jetzt funktioniert es ja, guck mal, das geht ja richtig geil jetzt. Ja, genau. Da könnt ihr jetzt vielleicht eigentlich. Ich zeig nochmal kurz, wo wir hergekommen sind. Also hier das schöne Böhmen. Ei. Es macht schon Bock, da durchzulaufen. Ist, glaube ich, für mich auf Anschlag gedreht, die Grafik, so die beste Umgebungsgrafik, die ich kenne. Ganz doof gesagt. Ich finde selbst der Witcher. Auf Ultra meinst du, das ist die beste Umgebungsgrafik? Ja, spätestens wenn man in den Wald läuft. Das werde ich noch präsentieren heute. Der Wald ist halt so geil designt, ne? Also ich. Ja, der Wald sieht einfach aus wie ein Foto, wenn du da reinläufst. Das ist total krank. So, ungefähr hier sind wir gestartet. Da ist die Burg, ne? Wir sind losmarschiert. Wir sollen jetzt rausfinden den Verdächtigen, ne? Im Dorf. Wie heißt das Dorf? Wir vergessen. Wir haben einen Verdächtigen. Keine Ahnung, irgendein Name, den ich nicht aussprechen kann. Genau, und diesen Verdächtigen suchen wir jetzt. Natürlich wollen wir unser Pferd nicht einfach stehen lassen da hinten. Ich wollte es euch nur mal zeigen, den Weg. Und das Dorf, wir haben ja auch noch eine Karte. Wenn ich es wüsste, wie die Karte ist. Nee, ah, warte. I say it to you. Karte ist, Map ist natürlich M. Ja, ich dachte, auf dem Pad gibt es das auch. Hier sieht man ein bisschen, wo wir sind. Und hier ist die Burg, ne? Und hier ist das Dorf, innerhalb dessen sich dieser Typ. Talmberg? Der Giri oder so, oder Giki heißt. Giki? Nee. Ich weiß es nicht. Versteckt. Und man muss in diesem Spiel, hier wird einem nicht groß geholfen, sondern man muss selbst ganz die Augen und Ohren offen halten, um rauszufinden, wo der stecken könnte. Hoppala. Ja. Zack, Waffe eingesteckt. So, und jetzt redet die Dame vielleicht auch mit mir. Aha. Sieh nur so. Okay. Shopping wollen wir nicht. About Talmberg, ja. Wir ziehen uns alles rein, ne? Tell me something about Talmberg. What's it like here? Er ist anscheinend Bauchredner. Und sie ist anscheinend eher stumm. In einer stummen Sorte. Okay, vielleicht ist sie ja wirklich stumm. Nee. Ja, das ist Zeichensprache, was sie macht. Dieser Blick von hier ist aber auch Hammer. So, bitch please.
du denkst wirklich, dass ich mit dir spreche, wenn du eine Waffe in der Hand hast? Vielleicht solltest du die wegstecken. Ach Mann. Du hast doch schon damit schon schlechte Erfahrungen gemacht bei Gothic. Mit ja, gezogenen wir haben, Waffen. E-Roll, aber ich will jetzt hier nicht auf Gothic zu sprechen kommen, sonst verfalle ich auch. Komm mal einmal kurz hier. Mach doch mal Riki. Gut, Riki, das darum geht's ja. Fellow they call Riki. Jesus. Aha. Who wouldn't know Hinnick? Hinnick? That's his real name. I doubt he likes his nickname much. Hinnick ist der echte Name. Ja. Riki ist der Spitzname. Try his folks. Tja, anscheinend riecht er nicht so gut, der Dude. The old Tan is a grouchy curmudgeon. Du sollst endlich die scheiß Waffe wegstecken. Ich zitiere hier nur gerade aus dem Chat. Ja, haben wir ja gemacht. So, what can you tell me? What can you tell me about this Hinnick? What can I tell you? No, he's none too popular. No one cares to talk to him. Why not? Well, I don't know. But I heard he goes round with dubious people. Was ist denn das eigentlich für Kameraeinstellungen? Also, what's the Tanner like? Hinnick's father? The less I see of him, the better. He's not exactly pleasant company. Why do they call him Riki? Ja, warum wohl? Why do you think? Because he's a tanner, of course. Why don't people like him? Whatever the old tanner is like, a son should never let his father down. He does nothing to help. Either at home or in the village, he's always roaming around somewhere. And does nobody at all talk to him? That harlot Adela hangs around with him. Was heißt harlot? Harlot? Das ist eine, she works as a bathhouse eine Schlampe, also eine Hure sozusagen. Ach so. So. Haben wir alles abgefragt. Where is... Fangen wir auch nochmal. Tanner. Where does the Tanner? Wo ist das Klo? Wäre auch geil. Ah, da okay, kommt sie macht wieder Telepathie. Ich vermute, da fehlen einfach noch Dialoge. Ist da eine Beta? Sie hat doch irgendwie eine merkwürdige Gestik. Wer spricht denn so? Ist ein bisschen Joe Cocker, ne? Der stand auch mal so auf der Bühne. Ja, Micha. Dann lass uns doch vielleicht den Dialog mal beenden. Ist auch ja. So ein bisschen hier, wie heißt denn hier, Rach? Christian Rach? Christian Rach, ja, der hat auf jeden Fall auch so Gummiarme. Wir sind, ja. So, ich rede das mit, man muss mit dem ganzen Townsfolk quatschen. What is it? Welcome to my shop. Okay. Oh, alle verkaufen irgendeine Scheiße. Nee, das ist jetzt mal egal hier. Man skillt ja auch durch Labern, ne? Ist ja so ein bisschen Elder Scrolls-Style. Dass man, glaube ich, wenn man Sachen macht, dann skillt man darin auch. Okay, warte mal, ich merke gerade, die hat genau das gleiche zu sagen wie die. Das heißt, sieht auch genau gleich aus, oder? Ist, ja. Aber du, so, die vielleicht beiden. Antwortet die auch andere Sachen, man weiß es ja nicht. Nee, es war ja schon grau unterlegt, die ganzen Fragen, die ich hätte stellen können. So, hier geht gar nicht Talk. Ja, das sind ja auch ein paar lame Dudes. So, dann schauen wir doch mal. Also wie gesagt, es gibt keine Art und Weise, sich die Quest Orte anzeigen zu lassen. Zumindest habe ich das so verstanden. Und deswegen muss man es einfach selber rausfinden. Sie hat zum Beispiel gesagt, der Vater von demjenigen, den wir suchen, wohnt am Ende des Dorfes. Was auch immer das heißt. Tja. Gucken wir mal überall rein. Können wir Sachen hier klauen? Brad? Ich weiß nicht, wie es mit klauen ist. Ich speichere übrigens gerade mal. Das habe ich bei Gothic gelernt, dass man das immer machen sollte. Okay, und jetzt klau mal ein Brot. Kannst du das nehmen? Nehmen. Oh, jetzt habe ich das Pferd gerufen. Ja, hey, Pferd. Warte nee, mal. Ich glaube, hold, ah, okay. E musst du drücken. Nee, also, achso. Hold E. Ah, so, geil. Steal. Ah, hast du da gesehen? Glaub nicht. Alles klar. Ja, ja. Schön abgezogen. Aber man muss schon gucken, dass einem Ham. Wir brauchen aber auch noch einen Ham dazu. Ja. Weil ohne Ham ist Brot auch nicht so geil. Okay. Sonst war hier nicht so viel Spannendes, ne? Nein, die Spacken, ey. Na, guck mal, das Pferd steht da oben auf der Treppe. Ja, kam das von oben, Tier. Kam das von oben runter? Ja, es hat wahrscheinlich da oben aufs Ohr gelegt ja. gehabt, weil ich es da oh. nicht bedient habe. Mann, wieso hast du mich wach gemacht? Okay. Ja, da steht ein Pferd auf dem Flur. Nee, das brauchen wir eigentlich. Zu spät. Ja. Ja, jetzt geh raus, hier ist doch nichts Geiles, ey. Okay, nimm Pferd. Das Pferd wieder mit. Oder das Pferd kann sich wieder schlafen legen.
Das kann man hochgehen, ja. Ja. Gute Nacht. Mach's gut, Pferd. So, hier im Keller gibt es natürlich auch noch was zu futtern, aber ey, ne, wir wollen euch nicht langweilen, wir haben jetzt was zu futtern für Notfall. Ja, schön. Die beiden Typen haben nichts Speck zu sagen, die beiden Damen haben uns was gesagt, weiter geht's. Können wir nicht immer mal ein bisschen so die Welt erkunden? Ja, das hatte ich ja vor. Und vielleicht irgendwelche Leute wegschlachten? Oh nein. Da geht's nicht rein. Verdammt. Wo ist denn das Ende? Das Ende des Dorfs? Keine Ahnung, ich schau nochmal rüber. Oh! Hoppala. Ey, was ist denn? Jetzt sind deine Schuhe nass. Na toll. Wo ist denn Springen? Springen, warte. Ist X. Die Pad-Belegung, ne? Ich hab ja Spiel mit Pad. X. So. Das ist mal was ganz Neues, oder? Springen auf X ist. Kennt man ja sonst. Ja. Kennt man ja sonst nicht von Spielen. Das ist echt drin. Das ist ja meistens auf der Schultertaste. Könnte man auch alles klauen, machen wir aber nicht. Jo, 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 jo. Kannst du mal. Na gut, okay. Machen wir vielleicht nicht. Ich wollte mal wissen, ob du brennen kannst, wenn du ins Feuer läufst. So, wer ist er? Guck mal, er ist doch hier. Hm. Okay, der sieht irgendwie strange aus. So. You know this Hinnick. Can you tell me something about him? He's a bastard. Oh yeah? In what way? He's a scoundrel who keeps company with all sorts and gets up to devilry. Folk don't talk to him much. Er ist eindeutig blind. Guck dir mal diese Augen an. The apple never falls far from the tree. Hinnick's a scoundrel and his father's a grouchy old bastard. Es gibt ein Dixie-Klum-Spiel, schreibt ja jemand. Why do they call Hinnick Riki? Ach, Tatsache, guck mal hier. Wir haben gerade gelevelt, was das Sprechen angeht. Übrigens auch ganz nice, dass er jetzt der den Namen kennt von ihm und jetzt den Namen auch verwendet in seinen Gesprächen. Stimmt. Why has he got such a bad name? Most of the neighbors stay well clear of him because he goes around with the wrong people. The dubious pack they are. I wouldn't wonder if they were thieves or even murderers. Die Fragen sind allerdings fast dieselben. Aber die Antworten sind neu. Okay, wir müssen zu der Filthy Harlot. Adela. Okay, los, okay. Wir suchen jetzt Adela. Where is, guck mal, kannst du nicht Where is Adela noch machen? Bath, ja, mach mal Bath. Where's the bathhouse? Right by the fish pond, alles klar. The big white tent in the courtyard. Na, da gehen wir jetzt direkt hin, komm. Machen wir ein bisschen Progress. Das sieht ja, der Gesichtsausdruck sieht auch so aus. Mir fehlen die Worte. Ja, ich weiß nicht, auch nicht, wie ich sagen soll. Okay, tschüss. So, Big White Tent. Das kriegen wir noch raus. In the Courtyard. Ich kann mich nicht satt sehen an dieser dörflichen Umgebung hier. Das ist geil. Ich stehe drauf. Na, kein Wunder da, wo du herkommst. Ja, ich komme aus einer Stadt. War gar nicht. Natürlich. Hä, hey, du kommst auch aus so einem Kaff, oder nicht? Naja, kommt aus. Das ist immer die Perspektive. Wie heißt, das, wie heißt denn die Stadt? Die Stadt heißt Bückeburg. Und da war ein Fürstenmann. Ja. Wo okay. Kommst du nochmal her? Ich bin in Berlin geboren. Kennst du? Echt? So ein derbes Dorf. Haben nicht so viele Einwohner. Ja. Bückeburg, ich check das jetzt aus, wie viele. Ja, lass mal, ey. Doch. Ey, 20.000 oder so mindestens. 19.000, hallo, übertreib mal nicht. Ja, okay. Ja, die Bevölkerung schrumpft in Bückeburg. Landkreis Schaumburg. Seit ich weggegangen bin und nicht mehr für geil. Nachwuchs sorge. Schaumburg ist ja nice. Machen die auch Schaumpartys? Ja. So. So. Oder waren wir jetzt gezielt nach dem Bückeburg, Westzelt zu? Bückeburg ist schick, sagt Lord Raiden. Ja, ist netter. Sieht fast aus wie hier. Ja, nice. So, hast du noch ein weißes Zelt gesehen? Muss man mit aufpassen, Tim. Weißes Zelt, ja. Mir ruft hier gerade jemand an. Das ist wahrscheinlich Dennis Anwalt. Was ist mit ihr? Ich kann leider echt alle sprechen. Riki, wir checken nochmal kurz. Ich glaube, ja. Das sind dieselben Dialoge. Okay. Ja, komm. Irgendwo muss doch dieses Bathhaus sein. Also ein weißes Zelt sollte man doch erkennen können. Oder ist das Courtyard, ist das in der Burg? Vielleicht nee, ist es nee, so. Nee, nee, ist hier im Dorf. Ja? Wir sind da losgezogen und haben gesagt, der ist hier im Dorf. Hey, naja, im Bathhaus ist ja nur die komische Adela, die uns sagen kann, wo der Dude ist. Ja, ja, aber deswegen wollen wir jetzt im Bathhaus. Aber kannst du nicht, vielleicht ist ja auf der Karte auf was eingezeichnet schon.
Okay. Du kannst übrigens auch Steuerkreuz hochdrücken, glaube ich. Um die Karte aufzumachen. Okay. Also so. Ich sehe hier kein Bathhaus. Das hier könnte es sein, oder? Das sieht so ein bisschen nach Bathhaus aus. Hm. Naja. Wie ein Zelt sieht das nicht aus. Ja, das stimmt. So, jetzt sind wir auch gleich am Ende des Dorfs. Da wohnt ja der Tanner, der Vater vom Reek. Vielleicht kann der uns auch helfen. Ach so, bei The Fishpond, ne? Da hat er. Mhm. Soll das ja sein. Haben wir den irgendwo gesehen, zufällig? Nee, irgendwie nicht. Oben rechts auf der Karte schreibt hier jemand, ob das richtig ist. Gucken wir gleich mal. Erstmal sprechen wir den noch an. I'm looking for a fellow they call Reeky. Have you ever heard tell of him? Why wouldn't I? That's what they call my son, Hinnick. Ja, aha. Sag ich doch, erinnert mich an irgendwen. Wouldn't happen to know where he is. I don't know nothing. Don't you know at least where he usually goes? It's quite important. Hinnick shows up at home once in a blue moon, so I don't know nothing about where he gets to. Even if I did, why would I tell every Tom, Dick and Harry? Do you at least know anyone he's friends with or someone he goes to see? As far as I know, nobody here in the village talks to him. I heard he's seeing some bathhouse wench. Maybe. He can't get it for free, so I suppose he's got to go to the baths. So, pass auf, jetzt, warte mal. Also, es gibt jetzt Einschüchtern. Genau. Es gibt sozusagen... Die Lüge? Obwohl, stimmt darüber fast. Nee, das ist irgendwie also so... Das hier ist quasi das Geprolle. Einfühlsam sein, oder was? Das ist so ein Herz. Don't make me mad. Was glaubst du, so ein alter Typ? Worauf reagiert er am ehesten? Auf Gewaltandrohung? Oder auf... Ich glaube, das ist jetzt nämlich so, dass in dem Spiel gibt es sozusagen so ein Skillsystem, dass jeder NPC einen bestimmten Skillwert hat und der wird dann verglichen mit deinem. Und wenn sein Stärkewert von dem NPC höher ist als deiner, dann klappt das Einschüchtern nicht. Ah, okay. Jetzt ist die Frage, das ist so ein alter Dude, der kann nicht so stark sein, oder? Also wir haben ja gerade schon gelevelt, aufgestiegen im Labern, ne? Das heißt, wir sollten eigentlich tendenziell dieses hier nehmen. Weil das die Laber-Option ist. Na gut, dann mach. Zack. Your son is about to get into deep shit. I'm trying to find him so I can warn him. That's nothing new. He's always up to his ears in it. This time his neck is on the block. He got mixed up with some very unsavory people. I have to find him. I'm not surprised, but I still can't help you. Okay. I don't know where he is. Okay, then it's don't make me mad. Nein! Watch your tongue, peasant. I am an envoy of Sir Roderick. Das ist doch gay, Alter. Aber so wie der aussieht, das sieht aus wie so ein... Keine Ahnung, ein CSU-Spieler, der hört auf höhere Instanzen, weißt du? Der muss aufs Maul kriegen, ey. Sir Redzig's envoy. Siehste. Try that on someone else. Hier. Don't make me mad. So, jetzt gibt's Backenfutter. Aber ich hab noch nie gekämpft, ne? Scheiß drauf. Look here, fellow. Your son is in a serious scrape and I'm trying to help him. Your evasions are starting to vex me. And my patience is running out. Are you threatening me? And I'm supposed to believe that you want to help Hinnick? Believe what you like. I'm concerned about Hinnick, but I don't care much what happens to you. Is that clear? Fuck it. Okay. Pam, Alter. Alles klar. Was sage ich? Sehr gut. So? There's not much I can do for you anyway. Hinnick was here, but he left right away. Where did he go? You better give me something. You really do not want to waste my time. Das ist aus. Hinnick makes some money on the side from... He boasted to me a few times about what a great hideout he found in the woods, but he never told me where it is. All right. It's not much to go on, but it's better than nothing. Kleine Schelle kriegt er trotzdem. So kann man noch mehr fragen. I'd like to talk to you about your Hinnick. I'm very busy, so make it quick. Total. Haben wir ja gerade gesehen. Don't you have any clue where his hideout might be? I really don't know nothing about that. I could tell when he'd come from there is all. How's that? Because every time he brought some hides for tanning and money. Money he brought home. He had money because he sold the stuff right away? I suppose. He never kept any of his loot here. Do you know who he sold it to? Yeah. Well, I don't really know. But the innkeeper came here now and again and gave him money. Of course, it could have been for meat. All right. I'll ask at the inn. So, reicht jetzt, ey. Reicht jetzt, ne?
mir also so. Was wissen wir? Wir wissen, dass wir beim Bathhaus seine beste Freundin finden könnten. Wir wissen, dass er irgendwo im Wald sein Lager aufgeschlagen hat. Wir wissen, dass er im Inn, also irgendwo in der Kneipe auch sein könnte. So, wir können jetzt nochmal irgendwen fragen, wenn wir nochmal einen treffen, wo er ist, Inn und so. Das können wir nochmal checken. Können wir natürlich nochmal speichern, auch geil. Gehen wir mal weiter. Also hier ist auf jeden Fall, das war End of the Village, das kam schon mal hin. Aber das Zelt. Guck mal, da ist doch so. Da kommt schon stark Dampf auf, ne? Ja, das ist das vielleicht das Inn oder das Bathhaus? Ich glaube auch. Das ist auf jeden Fall nicht das Inn. So. Mensch, ey, wir kommen uns vor, wir sind so ein bisschen detektivmäßig unterwegs, ne? Ja. Vielleicht ja, so ist das da. Guck mal, was ist denn dieses Gebäude, dieses helle Gebäude da in der Mitte? Was ist denn das eigentlich? Nee, das links, hier? Links, links. Links, 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 das. Das sieht irgendwie besonders aus, finde ich. Ja, das stimmt. Das ist weißer als die anderen. Ja, es muss irgendwas sein. Was Geiles. Guck mal, was steht denn da? Steht da irgendwas dran? Nee. Nee. Okay. Das ist echt absolut Hammer. Hallöchen. Auch das ist nur eine weitere Kaschemme. Okay, das ist genauso kacke wie alle anderen Häuser. Wieso wohnt denn hier niemand? Wo sind denn die ganzen Bürger? Dann gehen wir da weiter zum Rauch. Wir gehen weiter zum Rauch, genau. Und falls wir unterwegs einen Fischpond sehen, wäre das auch ein ganz guter Indiz. So, hier ist auch nichts drin. Tududu. Da steigt Rauch auf. Ich frag doch die mal, was ist mit der? Hier, where is? Nein, nicht scheiß Ricky. Reicht jetzt mit Ricky fragen. Ja, warte kurz. Tavern, so. Where's the tavern? Right below the hill opposite the castle. Just that's over the bridge. Okay. Sie, heult sie gerade oder was? Guck mal, sie hat ein bisschen Tränen in den Augen. Sieht eher bekifft aus. Okay, dann suchen wir jetzt dieses Tavern-Dingsbums und ihr guckt in der Zeit ein bisschen Werbung. Ja. Vielleicht. Bis gleich. Bis gleich.